Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Ich bin Dor Baume und in der letzten Folge habe ich echt verpennt. Ich hab den Timer gestoppt und nicht wieder in Gang gesetzt und einfach mal eine Doppelfolge draus gemacht. Meine Güte, was soll's, kann passieren, muss aber nicht. Das wird jetzt hoffentlich wieder eine normale Folge. Und ich will noch mal kurz rumschauen, haben wir alles? Ich sehe hier sonst nichts von Besonderheit. Und wo diese komische Hintertür sein soll, von der Frau, die wir hier gerettet haben, wir haben ihren Schlüssel gekriegt, für irgendeine Hintertür. Was denn? Wo ist sie denn nur? Ich weiß es nicht. Ja, ruf schon mal um Hilfe. Fress mein Stahl! Wow! Alter Schwede! Hat er gerade mit seiner Pistole nach mir geworfen? Habe ich das richtig gesehen? Weißt du was? Wir hacken erstmal beide in die Luft. Oh, nö. Unfair. 2 gegen 1 ist überhaupt nicht cool. So, ich will ja nicht alle töten. Aber ihr macht es mir echt nicht leicht, euch sympathisch zu finden. Ach, verdammt, was soll's. Oh Gott, bist du gut. Du bist gut, du bist gut. Du bist verdammt gut. Ich muss dich erschießen, sonst wird es nichts. Alter Schwede, was habe ich da gerade gemacht? Alter Schwede. Boah, Alter, krass. Das ist heftig. Ich wollte das nicht. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte abhauen. Ich wollte euch in Frieden lassen. Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Ihr wolltet ja nicht meinen, lasst mich in Ruhe wahrhaben. Ich hätte euch wirklich auch in Ruhe gelassen, aber so... So wird das nix, Jungs. So wird das überhaupt nix mit meinem guten Karma. Ich meine, ich habe gerade diese komischen Brüder einfach mal am Leben gelassen und da... meine Fresse. Macht's mir doch nicht so schwer, ein netter Mensch zu sein. Das tut mir übelst leid. Wieso stehst du immer noch hier rum, Mann? Du weißt doch, dass ich hier ständig ein- und ausspaziere. Ja, komm, jetzt meckern nicht rum. Ich will zu Samuel und gut ist. Alter Schwede. Schwedischer Schwede, meine Fresse. Leute, ihr macht es mir nicht leicht, nett zu sein. Warum macht ihr es mir nicht leicht, nett zu sein? Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist der Schlüssel zu dieser verkackten Tür, die es nicht gibt? Ich meine natürlich, wo ist die Tür zu diesem verkackten Achtung, Schlüssel, den Bürger ich gefunden habe? Dieser Bezirk steht ab fort unter meiner Macht. Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. Schon nicht schlecht, wenn man Wachtürme sehen könnte. Oh oh, ich bin cool mit euch, ihr seid cool mit mir, alles klar? Alles klar. Ah, verdammt! Nein, wieso geht das denn nicht? Okay, ich habe keinen Bock, von diesem Turm entdeckt zu werden. Ich wollte darauf auf den Pfeiler und drüber springen, aber der lässt mich nicht. Der blöde Kackbuhn. Gehen wir also hier lang. Ist ja nicht so, dass es nicht einen alternativen Weg gäbe. Gut, okay. Ich glaube, hier können wir wieder normal laufen. Hier können wir sogar sprinten. Hier dürfte der Tower uns nicht mehr sehen. Uns hat so ein Tower noch gar nicht gesehen, kann das sein? Wir hatten eigentlich immer ganz gutes Glück damit. Samuel, mein Freund, komm, schaff mich bloß von hier weg, ich will hier nicht nochmal hin. Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Na, aber Sie hallo. Sie haben ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Ja, bringen wir Emily nach Hause. Na, das ist nicht wirklich ihr Zuhause, aber es ist schon mal besser als da drüben. Holy moly, haben wir alles gefunden? Outsider-Schreiner, gab's gar keine Gemälde von Sokolov gefunden? Null. Ja, dazu hätten wir mal... Oh, hab ich so wenig Münzen gefunden? Das ist ja krass. Das schockiert mich gerade ein bisschen. Niedriger Chaosfaktor. Oh, endlich. 22 Gegner eliminiert. Ticker dabei gerade um Crowder zu finden, die Pendant und Mardas arbeiten. Die eigene Mine geschickt, finde ich genial. Finde ich immer noch genial. Oh, das hat was. Hoher Besuch. Emily steht nun unter dem Schutz der Kaisertreuen. Da ihr Wohlergehen zumindest derzeit gesichert ist, wird die Zeit, die verbleibenden Verbündeten des Lordregenten zu besichtigen. Und den Lordregenten zu besichtigen. K
Können wir den auch in seine Mine schicken? Bitte. Das finde ich cool. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich... Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, eure Hoheit. Vergib mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Erwachsenen Dinge. Milady? Grinsebacke. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Kann ich sehen? Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Houndpits Pop. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Mir tut nicht so, als ob das ein Schloss wäre. Wir sehen uns später. Jojo. Ich würde sagen, Happy End, wa? Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben sie mehr getan, als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Lord Pendleton. Deine Brüder wurden nicht umgebracht, falls du darauf anspielen möchtest. Ja, ich suche nach dir, lieber Lord. Da ist bestimmt wieder irgendwas zischen. Kein Bier, aber vielleicht ein Wodka. Kann man einen Wodka zischen? Wodka zischt in der Regel nicht. Naja, was soll's. Kohle, 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 Kohle. Hey, du! Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ich brauche vor allen Dingen Geld, weißt du? Hast du nicht, wa? Scheiße. Betäubungsbolzen sind auch so arschteuer. Puh, schnelleres Nachladen? Schnelleres Nachladen wäre schon cool. Schwerthärtung. Das wäre cool. Machen wir das? Bolzenkapazität 2. Nee, ist scheiße. Ich will mehr Betäubungsbolzen mit mir rumschleppen eigentlich. Schwertverhärtung. Ja, komm. Warum eigentlich nicht? Zack. Und wir könnten noch Maskenoptik ausbauen. Ach, hier kosten Elixier auch 200. Scheiße. Verdammt teuer. Dafür habe ich die Anleitung gekauft? Fuck it. Ich dachte, es wäre hier billiger als bei dem anderen Typen. Nee, dann hätte ich die Anleitung auch nicht kaufen brauchen. Warum lernt man sowas immer erst später? Bitte ein paar Betäubungsbolzen. 5 Stück sollten erstmal reichen. Machen wir 6 draus. So. Den Rest haben wir alles. Mehr brauche ich jetzt erstmal nicht, habe ich das Gefühl. Achtung, die Vorräte von Sokolovs Elixier sind dramatisch geschrumpft. Normale Bürger dürfen ab sofort nur noch eine halbe Dosis pro Tag erwerben. Ob das überhaupt noch was bringt? Achtung, die Gesundheit der Stadt hat oberste Priorität. Ehepartner, Elternteile oder Kinder mit Anzeichen der Seuche sind umgehend zu melden. Keine Ausnahme. Ja, einerseits verringert ihr die Rationierung und andererseits sagt ihr, die Leute sollen sich melden. Vergessung des Waffenhändlers, ich habe gerade irgendwie keinen Bock auf Lesen. Tut mir leid, Leute. Darunter müsst ihr jetzt einfach leiden. Falls ihr Bock auf Lesen hattet, mache ich ein andermal. Die Bücher werden uns sicher nicht weglaufen. Es wird auch schon langsam spät. Ich glaube, ich sollte meine Aufnahmesession auch langsam dem Ende entgegensetzen. 2 Folgen noch. Also diese und die nächste. Und dann muss sich ein anderer Baum um dieses Spiel kümmern. Man darf auch mal einen anderen Baum heranlassen. So, wo ist Lord Pickleton oder wie er heißt? Pinkelfein. Wo ist er denn? Du bist hier der Barkeeper. Muss ich den jetzt echt suchen? Warte mal, mein Herz weiß doch bestimmt, wo der ist. Nee, ich glaube, das wurde mir auch schon vorher angezeigt.
Warum renne ich eigentlich so ziellos? Seht ihr, ich muss mich mal ausruhen. Ich muss mal wieder eine Pause machen. Dann sehe ich auch solche Details wie den euren Lord hier drüben. Wo treibt der sich denn rum, Mensch, sag mal? Nein, Glück kann ich so einen geilen Scheiß. Sonst hätte ich ja jetzt ewig latschen müssen. Ich könnte ihn umbringen. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Okay, ich find's interessant, dass das Spiel mir die Möglichkeit gerade geboten hat, ihn von hinten zu ermessern. So weit abgelegen von allen, wo es keiner mitkriegen würde. Aber ich sah eigentlich jetzt gerade keinen Grund dazu. Warum sollte ich das tun? Hab ich irgendwas übersehen? Warum gibt mir das Spiel diese Möglichkeit? Hätte es dafür einen Grund gegeben? In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Und ihr sitzt echt den ganzen Tag hier und schlürft euren mit Flusswasser verdünnten Wein vor euch hin? Echt jetzt? Ehrlich? Und schickt mich von Mission zu Mission, während ihr das komische schwarze Buch lest und entschlüsselt, was sicherlich unglaublich anstrengend und kompliziert ist. Weil der Obercampleton-Fuzzi wahrscheinlich jede einzelne Zeile mit Hand kodiert hat und so. Ihr seid mir unsympathisch. Ich sag's einfach frei raus, so wie es ist. Ich mag euch nicht. Ihr schickt mich hier durch die Pampa und einen Haufen Aufgaben erfüllen, die ja ach so super sind, und dann sitzen die dann den ganzen Tag und schlürfen ihren Wein. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Ja, ich darf nicht mal schlafen. Ja, und die sitzen den ganzen Tag da in dem Schuppen und saufen sich ein. Bord, wenn sie so weit sind. Das ist doch kacke. Jetzt muss mal alles sofort gehen. Joa. Sofort. Sofort Zeit für ein kleines Päuschen. Oh, eine Folge nehme ich noch auf und dann ist Zeit für ein Päuschen für mich. Ja. Mensch, so eine lange Aufnahmesession hatte ich noch nie. Ich habe jetzt Material für 2 Wochen gesammelt. 2 ganze Wochen. 2 Wochen. Das ist so viel. So. Ich werde mal bei der nächsten Mission die Augen offen halten, ob es auch wieder solche Möglichkeiten gibt, wie jetzt gerade eben mit diesen Brüdern. Dass wir die quasi nicht tödlich aus dem Weg räumen können, die Leute. Vielleicht haben wir ja mit unserem komischen Zigeunertypen da, der da in der Destillerie arbeitet, jetzt einen guten Verbündeten gefunden. Den würde ich mir gern warm halten. Ansonsten, mal gucken. Es sind erstaunlich wenig Menschen gestorben. Ja, der Chaosfaktor war tatsächlich niedrig. Aber ich habe einen Haufen Kohle übersehen. Ich hätte den ganzen Puff eigentlich noch auf den Kopf stellen müssen, auf der Suche nach Geld. Ja, ich will da nicht stundenlang durch den Puff rennen und Geld suchen. Das finde ich dann auch wieder doof. Keine Ahnung. Naja, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, sage ich. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio!